Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Dominik, Make-up-Artist und heute möchte ich mit euch ein paar Produkte von der Marke Kes Berlin testen. Die sind ja doch ein bisschen auf der teureren Seite, deswegen finde ich das natürlich ganz gut, einfach mal für euch ein paar Produkte zu testen, damit ihr dann nicht unnötig Geld ausgeben müsst. Ich habe die Produkte nicht selber gekauft, ich habe die von einer Freundin geschenkt bekommen, wollte ich einfach nur dazu sagen. Ich habe hier zum Beispiel so einen Duo-Stick, den ich testen möchte, mit Highlighter und Blush drin. Diese Lidschattentower. Ich habe dann auch zwei Lipglosses und zwei Lipstains. In absolut schönen Farben, muss ich sagen. Aber ich bin mal gespannt, ob die mir gefallen, weil Lipstains im Allgemeinen sind eigentlich nicht so mein Ding. Wer weiß, vielleicht können die mich ja überzeugen. Und wenn ihr das jetzt sehen wollt, wissen wollt, ob Kes Berlin eben das Geld wert ist, dann bleibt sehr, sehr gerne dran. Ich habe jetzt gerade schon Foundation und Concealer aufgetragen, denn ich habe als erstes Produkt von Kes hier diesen Stick. Da sind einmal Blush und Highlighter drin. Und der ist in der Farbe Tan. Somit für mich wahrscheinlich einfach generell ein bisschen zu dunkel, beziehungsweise ich muss sagen, ich habe ihn schon mal ausprobiert. Der Highlighter, also ich zeige euch den mal ganz kurz als erstes, der ist eigentlich gar nicht zu dunkel für mich, der geht voll. Aber das Blush, muss ich sagen, sieht für mich nicht aus wie ein Blush, sondern eher wie ein Bronzer. Also das ist für mich kein Blush, deswegen nutze ich das jetzt einfach hier in der Wangenregion. Also ich muss sagen, das blendet sich richtig schön ein. Man sieht keine harten Kanten mehr, es hat sich einfach toll verblenden lassen. Die Pigmentierung ist jetzt nicht die allerkrasseste, also wenn man es wegblendet, weil es so cremig ist, bleibt nicht mehr so viel von der Farbe übrig. Was ich aber trotzdem sagen muss, finde ich gut, weil wenn man zu viel eben aufträgt, aus Versehen, und es dann eben sich nicht richtig ausblenden lässt, beziehungsweise einfach die Farbe zu intensiv ist, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen doof, das wieder wegzubekommen. Dementsprechend finde ich das echt ganz gut, dann kann man das aufbauen. Es setzt sich jetzt nicht irgendwie komisch ab. Also es fühlt sich auch super auf der Haut an, beziehungsweise man spürt gar nicht, dass man da jetzt was aufgetragen hat. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man zu viel nimmt. Es blendet sich schon gut aus, dass man nicht zu weit nach vorne blendet oder zu weit nach unten. Wenn man das aber aus Versehen gemacht hat, kann man seinen Foundation-Pinsel nochmal nehmen, wo ein bisschen Foundation quasi der Rest noch drin ist. Und da einfach an der unteren Kante oder hier vorne nochmal ein bisschen drüber gehen, um da das Produkt noch ein bisschen abzuschwächen. Nee, alles in allem finde ich, sieht es richtig, richtig schön aus. Aber es ist halt natürlich ein bisschen doof, wenn die versprechen, man bekommt einen Blush und einen Highlighter. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man nachher mal so ein bisschen sieht, wie eben der Highlighter und der Blush miteinander harmonieren, ohne irgendwie noch ein anderes Produkt. Dementsprechend gehe ich jetzt gleich über zum Highlighter. Und auch den kann man hier so rausdrehen. Das ist hier so ein richtig schöner goldener Ton. Also wirklich ein schöner warmer Ton, der finde ich auch nicht irgendwie zu dunkel ist, sondern richtig schön hell und richtig schön schimmert. Ist also wirklich toll cremig, genau wie der Blush. Ich probiere es jetzt einfach, indem ich den mal direkt einfach so auftrage, ob der mir dann irgendwie Foundation oder eben den Blush abträgt oder ob das so funktioniert. Wow. Und der hinterlässt auf jeden Fall schon mal einen richtig schönen Schimmer. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob der sich irgendwo absetzt. Aber es sieht nicht so aus. Also es ist jetzt nicht so der krasseste Highlighter, so wawawum in your face. Es ist eher so ein bisschen natürlicherer Highlighter. Aber wobei, wenn ich jetzt hier gerade mal in der Kamera gucke, da sieht man den ja auf jeden Fall schon echt richtig toll. So, dann kommen wir zum Lidschatten. Und zwar ist das richtig süß, finde ich. Das sind so kleine Türmchen, die ich hier habe. Und das Besondere daran ist, die sind für die verschiedenen Augenfarben quasi angedacht. Zum Beispiel hier habe ich eins für blaue Augen, das hier ist für Hazel-Augen. Hazel ist jetzt so ein Zwischending zwischen grün und braun. Dann für braune Augen und eben auch noch für grüne Augen. Man sieht auch hinten drauf dann die drei Farben, die eben hier mitkommen. Und genau, schauen wir uns jetzt einfach mal das blaue Ding an, weil ich habe ja blaue Augen. Ich sehe hier auf jeden Fall oben schon mal so ein tolles Glitzerlila. Hier unten ist dann so ein schimmerndes Rot und ganz unten noch so einen Pfirsichton. Ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen schwierig, muss ich sagen, alle drei zu kombinieren. Gerade vor allem, weil halt eben das Pfirsich und der Rotton eher so warme Töne sind und Lila ist halt ein kühler Ton. Dementsprechend muss ich sagen, funktionieren die eigentlich so in der Kombi nicht 100% zusammen. Ich meine, man muss ja wahrscheinlich nicht alle drei Farben auf einmal nutzen. Ich meine, dafür ist es ja nicht unbedingt ausgelegt, denke ich. Man kann, schätze ich, auch einfach mal ja, nur zwei Farben oder auch mal nur eine Farbe irgendwie kombinieren. Ich wollte jetzt halt eigentlich gerne alle drei Farben mit integrieren, aber mal gucken. Ja, der oberste Ton ist eigentlich immer so ein Glitzer, der zweite so ein Schimmer und der unterste ist ein matter Ton. Ja, wie gesagt, weiß ich noch nicht so ganz genau, was ich damit schminken soll und das ist natürlich ja auch ein bisschen doof. Ich meine, ich bin ja immerhin Make-up-Artist, somit ich weiß ja eigentlich, was man schminken kann und wie man die Farben gemeinsam einsetzen kann. Und wenn mir das jetzt schon so schwer fällt, finde ich es halt natürlich auch ein bisschen
schwierig dann, wenn ein Anfänger jetzt zum Beispiel damit einfach was schminken soll. Wir gucken uns jetzt einfach mal ganz schnell noch kurz die anderen Farben an. Jetzt bin ich hier bei den Hazel Eyes. Dann könnt ihr einfach mal schauen, ob euch die Farben zusagen. Das ist oben auf jeden Fall ein mega schöner, so ein Pinkton. Dann kommt hier so ein richtig tolles Gold. Und dann haben wir hier noch so einen richtig tollen, dunkleren Minzton. Finde ich auch wirklich schön. Oder einen hellen Khaki-Ton. Dann bei den braunen Augen. Huiui, da erwartet uns oben auf jeden Fall ein blauer Schimmer. Und dann haben wir hier noch einen Goldton. Der ist jetzt auf jeden Fall nochmal dunkler als jetzt beim letzten. Und einen Beige-Ton. Mit einem Beige-Ton kann man auf jeden Fall nie was falsch machen, muss ich sagen. Bedeutet, das sind jetzt nicht unbedingt für natürliche Make-up-Looks hier geeignet, außer man nutzt natürlich die herausstechende Farbe nicht. Gehen wir jetzt nochmal kurz zu grünen Augen über. Und es wundert mich jetzt ein bisschen, dass da wirklich auch ein grüner Glitzerton mit drin ist. Ich meine, an sich, ich mag es auch total, die Farben gleich zu kombinieren. Also blaue Augen mit blauer Farbe, grüne Augen mit grüner Farbe. Allerdings finde ich jetzt hier wieder so ein bisschen seltsam, weil bei Blau war ja Lila drin. Bedeutet, da war der nebenliegende Farbton drin, vom Farbkreis gesehen jetzt wieder. Und bei Grün ist einfach der gleiche Farbton drin. Und das ist dann irgendwie nicht so konsistent. Also weißt, hätten sie dann immer so ein bisschen immer den nebenliegenden Farbton genommen, dann sage ich kein Problem und vor allem dann eben auch den gegenüberliegenden. Aber wir haben hier jetzt, ich weiß auch nicht so genau, was das sein soll. Ich muss aber sagen, der Ton, der ist richtig schön cremig. Ich habe jetzt gerade mal reingefasst. Es sieht auch toll aus, aber ja, das ist irgendwie so wirklich ein Zwischending zwischen Gold und Silber. Und hier unten dann ein lila Ton. Wo ich jetzt sage, wo kriegen die Lila her? Weil die Komplementärfarbe von Grün ist Rot. Okay, dann nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal hier den untersten, den matten Ton. Und den trage ich jetzt einfach mal auf dem gesamten Lid auf. Ja, also da finde ich, kommt auf jeden Fall schon mal super schön was runter. Man sieht den Lidschatten auf jeden Fall. Der lässt sich auch wirklich super schön ausblenden. Ich trage mir den auch hier unten am unteren Wimpernkranz gleich auf. Einfach aus dem Grund, weil ich da immer nur einen matten Ton eigentlich auftrage. Ich habe gerade gemerkt, ich war in braunen Augen-Töpfchen drin. Der vom blauen Auge ist noch ein bisschen intensiver, Pfirsichfarbe, ne? Deswegen trage ich den jetzt nochmal drüber auf. So, jetzt aber. Also da muss ich sagen, den Farbton finde ich jetzt auch richtig, richtig schön. Man kann natürlich jetzt auch einfach nur den nutzen. Fände ich natürlich ein bisschen schade, wenn man generell nur den matten Ton nutzt und eben die anderen beiden Töne nicht. Aber falls man es jetzt wirklich mal ein bisschen sanfter haben möchte, ein bisschen natürlicher, dann hat man eben so auch schon eine schöne Möglichkeit, sich einen natürlichen Look zu schminken. Dann gucken wir uns jetzt mal hier nochmal die krasseren Farben an. Einmal dieses Rot und einmal dieses Lila, wo ich einfach nicht weiß, wie ich die wirklich kombinieren soll. Der rote ist ein bisschen dunkler, dass ich den hier hinten ins V setze. Da allerdings ein bisschen stört hier hinten, um es zu verdunkeln, nutze ich eigentlich auch am liebsten einen matten Ton. Aber geht ja nicht, der ist ja nicht matt. Was ich übrigens auch noch mega süß finde, dass da oben ein kleiner Spiegel drin ist. Ich meine, der bringt mir jetzt nicht so viel. Ich weiß auch gar nicht, ob da eine Folie drüber ist. Ah ja, okay, da ist noch eine Folie drüber. Ja, wenn man jetzt mal verreist oder so, ist es ganz süß, dass man da einen kleinen Spiegel hat. Aber der ist schon ein bisschen arg klein, gerade vor allem, um sich dann so im Gesamten anzugucken. Der lässt sich wunderschön ausblenden, das muss ich wirklich, wirklich sagen. Die Qualität der Lidschatten finde ich wirklich super. Ich meine auch wirklich die Pigmentation wieder, also das heißt, wie intensiv er eben rauskommt, finde ich toll. Und dann kommen wir jetzt mal zum knalligen Ton hier, und zwar zum Lila. Das ist ja so ein richtiger Glitzerton, den trage ich jetzt am liebsten eigentlich mit meinem Finger auf. Wow, das ist wirklich ein toller lila Ton. Okay, wow, also der ist auf jeden Fall mega, mega schön. Ja, an sich ist es ein schöner Look, aber ich muss sagen, ohne das Lila hat es mir jetzt besser gefallen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Ich habe übrigens ein bisschen Fallout von dem Lila, von den anderen Farben gar nicht. Dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Und zwar habe ich hier zwei Glosse und hier habe ich noch zwei Lip Tints. Also das sind quasi, die trocknen nachher runter auf der Lippe und ja, sind dann dadurch einfach auch relativ haltbar. Da habe ich einmal so ein knalliges Rot und einmal hier so einen bierigen Rotton. Dann fange ich jetzt auf jeden Fall mal hier mit dem kühleren Gloss an. Und das ist übrigens die Farbe Rosewood. Also ich muss sagen, mich stört das Lila hier innen echt ein bisschen. Ich versuche das mal wieder ein bisschen wegzublenden. So, dann kommen wir hier zu dem wärmeren Lipgloss. Also den Lipgloss finde ich auch unglaublich schön. Also der bleibt auch nett, ist echt richtig toll. Ich finde, das sieht toll aus. Das sind ein paar Glitzerpartikel drin. Wenn man das nicht mag, dann ist es schwierig. Dann ist der Lipgloss jetzt nichts für einen. Ich finde es toll, dass es nicht so eine krass deckende Farbe ist, sondern einfach
ja, Gloss mag ich doch eher so ein bisschen durchsichtiger. Auf jeden Fall auch super, super schön und gefällt mir jetzt auch hier zu dem Look richtig, richtig gut. Ich habe jetzt hier keinen Lip Liner oder sowas. Ich trage das jetzt einfach mal auf. Bin dann gespannt, wie die halten, wie die Deckkraft ist, wie ich die finde, wie ich die wieder abkriege. Wünscht mir Glück. Okay, was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, die sind schon echt schwierig zum Auftragen. Man muss natürlich einfach wirklich eine gescheite Kante hinbekommen. Klar, man kann immer nur mit dem Concealer nach außen rum gehen und dann eben die Kante schön präzise machen und eben Unebenheiten, die man jetzt reingemalt hat, quasi wieder ausgleichen. An sich, die Farbe ist wunderschön. So, ich habe ihn jetzt soweit mal wegbekommen und dann gehen wir jetzt noch zur letzten Farbe über. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, wie die davor hießen. Also der warme Lipgloss, der orange-bräunliche, der hieß Nude. Das knallige Rot von Grad hat keinen Namen. Nö, da steht irgendwie kein Namensding drauf und bei dem hier auch nicht. Dann hat nicht. Okay, aber dann gehen wir jetzt auf jeden Fall hier zu dem schönen Bärenton, zu dem dunkelsten über. So, und das wäre dann jetzt hier der dunkelste Ton. In der Mitte muss er noch kurz ein bisschen runtertrocknen, deswegen schimmert er da gerade noch so ein bisschen. Normalerweise ist der ja matt, wenn er trocknet. Ich liebe die Farbe. Also da muss ich wirklich sagen, wow, wow, wow. Zu dem Look würde ich es jetzt auch wieder nicht unbedingt machen. Normalerweise wische ich es ein bisschen weg, wenn ich irgendwie drüber gekommen bin. Es geht jetzt natürlich nicht unbedingt so leicht und so einfach mit einem Lip Tint, weil der eben sehr schnell antrocknet und dann eben an Ort und Stelle bleibt. Bei so dunklen Farben ist oftmals das Problem, dass der dann streifig wird und nicht gleichmäßig aufgetragen wird. Da muss ich sagen, das geht. Die Unterlippe ist dunkler und ein bisschen bärentöniger als die Oberlippe. Von unten habe ich gerade nochmal eine Schicht drüber gemacht. Ich glaube, es liegt daran. Bedeutet, man merkt das dann schon, je mehr man drüber geht, desto dunkler wird's. Aber ich finde, es ist jetzt trotzdem nicht streifig geworden. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie es ist, wenn man dann was isst oder so. Da kann ich euch dann auch nochmal vielleicht eine Rückmeldung geben. Vielleicht lasse ich dann doch den drauf. Nach ein paar Stunden bin ich jetzt wieder hier. Ich habe auch lecker gegessen und auch getrunken. Am Anfang habe ich, also relativ nach dem Auftrag, habe ich gemerkt, wenn ich was getrunken habe, hat sich es eigentlich schon ein bisschen abgelöst. Also war so ein bisschen gefühlt wasserlöslich. Und das hat sich jetzt mit dem Essen und so, wenn es sich so ein bisschen abgetragen hat, revidiert. Meine Lippen sind ein bisschen trocken. Das auf jeden Fall, aber es ist nicht so trocken, als hätte ich jetzt einen Liquid Lipstick drauf. Ich finde auch dafür, dass ich jetzt auch gegessen habe, sich es doch einfach nicht ganz abgelöst, sondern man sieht ja immer noch recht viel. Den Duo-Stick würde ich an sich auch auf jeden Fall nochmal nachkaufen, kann ich euch auch empfehlen. Mich würde total interessieren, wie die Blushfarben davon aussehen, weil der sich eben so schön mit der Haut verbunden hat. Hier hätte ich jetzt vielleicht an der näheren Stelle anstatt Blush Bronzer draufgeschrieben, weil das verwirrt ein bisschen. Das ist jetzt wirklich kein Blush. Den Highlighter finde ich auch super, super schön. Mit der Foundation hat es sich irgendwie auf der Nase ein bisschen abgesetzt. Das kann ich auf jeden Fall dann nochmal eben im Auge behalten und dann zum Beispiel werde ich das dann auf Instagram eben mitteilen, wie meine abschließende Meinung dann eben, wenn ich es öfter mal benutzt habe und auch mit anderen Foundations und so. Deswegen folgt mir das sehr gerne, weil dann bekommt ihr das da mit. Dann kommen wir mal hier zu unseren Lidschattentürmchen. Ich glaube, man hat eigentlich über das ganze Video hinweg schon gemerkt, dass ich nicht ganz begeistert davon bin. Ich finde die Idee mega, die Umsetzung allerdings gefällt mir nicht. Ich persönlich finde es unglaublich schwierig, damit einen schönen Look hinzubekommen. Obwohl die Lidschatten an sich eigentlich unglaublich toll sind. Die sind wirklich weich, die lassen sich toll ausblenden. Die, ja, harmonieren an sich schon auch, nur halt eben dieser eine Ton immer nicht. Und das ist für mich meistens der Glitzerton, der mir nicht so gefällt, der für meines Erachtens auf jeden Fall nicht zu den anderen zwei Farben passt. Man kann ihn natürlich einzeln nutzen, ist aber irgendwo ja auch schade, wenn man so ein Trio hat und die dann eben nicht zusammen nutzen kann. Zu den Lipglossen kann ich einfach nur sagen, ich finde die unglaublich toll. Beppen nicht, haben jetzt zumindest die zwei wunderschöne Farben, ein bisschen Glitzerpartikel drin, was ich nicht schlimm finde. Bisschen einen Minzgeschmack und die Lip Tints, zwei wunderschöne Farben, die mir unglaublich gut gefallen. Ich finde aber einfach trotzdem den Auftrag ein bisschen schwierig, man kann nicht so präzise sein, man muss dann halt wirklich mit dem Concealer nochmal die Kontur nachfahren und es dauert einfach voll, bis man den aufgetragen hat. Schreibt mir es doch sehr gerne nochmal in die Kommentare, wie euch der Look gefällt, ob ich das jetzt noch mit dem Lila ein bisschen gerettet habe, dass es wieder ein bisschen besser aussieht, ob ihr findet, ob es meine blauen Augen richtig schön hervorhebt und strahlen lässt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Abend. Tschüss!